Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jan Egipse, ich bin der Fitnesstrainer der KAS Olpen. Wir führen heute ein Tabata-Workout durch. Das soll sein, damit ihr zu Hause nach den Weihnachtstagen euch in einer Viertelstunde relativ fit halten könnt. Was wir machen werden, sind Intervalle, 6 Intervalle, 4 Blöcke. Und diese Übungen werden wir jeweils steigern, indem wir jede dieser 6 Übungen eine Variante anpassen bis hin zur stärksten Variante. Und wenn ihr euch überfordert fühlt mit der nächsten Stufe, dann könnt ihr auch nochmal zurückgehen und das ganze Workout mit einer Variante durchführen. Ich wünsche euch viel Spaß. Also, was wir jetzt durchführen werden, sind diese mehreren Intervalle. Bedeutet, wir arbeiten 20 Sekunden in der Übung, haben dann 10 Sekunden Pause. In den 10 Sekunden zeige ich euch die nächste Übung oder die nächste Progressionsstufe an. Und wir gehen fließend in den Workout. Das wird mit dem Tabata-Intervall-Timer gesetzt und angesagt, beziehungsweise durch einen Ton vorausgesagt. Und dann gehen wir sofort in die Übung. Ihr macht mir einfach nach und dann 10 Sekunden Pause und ich zeige euch die nächste Stufe. Dann legen wir los. Erste Stufe, Hip Bridge. Wir gehen nach oben und runter. Wir gehen nach oben und runter, indem wir die Hüfte nur nach oben bewegen, den Po anspannen und die hintere Oberschenkelmuskulatur komplett kontrahieren. Oben durch und runter. Oben durch und runter. Sehr gut. Das nächste, wir gehen auf die Knie. Wir führen einen Plank durch auf den Knie. Die Füße können hoch sein. Und wir halten das Ganze Po anspannen, sodass wir eine gerade Linie bilden im Rücken. Mehr oder weniger. Und das halten wir jetzt diese 20 Sekunden lang durch. Weiter halten. Sehr gut. Wir bleiben in dieser Position nach unten auf den Bauch und wir werden jetzt mit Füßen auf dem Boden ein Y bilden. Hoch und runter. Hoch und runter. Die Arme bilden ein Y nach oben. Hoch und runter. Für die untere Rückenmuskulatur einmal durch, nach oben strecken. Atmen nicht vergessen. Sehr gut. Wir gehen hoch in den Squat, einfache Kniebeugen führen wir durch, 90 Grad und los geht's. Runter, 90 Grad, hier hin. Die Knie versuchen wir gerade auszulassen, nicht nach innen oder nach außen fallen lassen. Wir setzen uns mit dem Po nach hinten ab. Sehr gut. Wir gehen auf eine Seite und führen zuerst einen Plank auf der Seite im Kniegelenk durch. Knie auf den Boden, Arm 90 Grad runter, auf den Ellenbogen ablegen. Wir strecken den Po nach vorne, ein Bein hoch und halten diese Position ganz gestreckt. Weiter halten. Wir wechseln die Seite. Gleiches Spiel von vorn. Po nach vorne strecken, 90 Grad drüber, wir halten im Schultergelenk über dem Ellbogengelenk und halten hier gerade hoch. Wer möchte, kann auch das Bein erstmal ablegen und die Stufe so durchführen. Sehr gut. Erster Block geschafft. 60 Sekunden Pause und wir gehen danach in den zweiten Block. Eine Progressionsstufe weiter für jede dieser 6 Übungen. Ich kann jetzt schon mal die Übungen voraussagen. Was wir jetzt machen werden, ist einmal von vorher doppelbeinig gehen wir nun in einbeinig. Das heißt, wir nehmen ein Bein hoch, drücken durch. Wir werden von Plank auf den Knien gehen wir nun ohne Knie. Wir führen einen Plank durch, indem wir ganz gestreckt auf den Füßen stehen und auf den Ellbogen. Wir werden den Schwimmer durchführen, indem wir die Füße aufstellen und jetzt mit den Armen
vorne bewegen, also etwas dynamischer werden. Wir gehen danach in den Lunge, vorne rückwärts und danach in den Side Plank normal ohne Beine. Let's go. Wir gehen los. Hierhin hoch. Hierhin hoch. Wir wechseln immer die Seite. Bringen die Hüfte wie vorher nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Sehr gut. In den 10 Sekunden gehen wir nach vorne in den Plank, wie gesagt, ohne Knie am Boden. Und wir halten das 20 Sekunden gestreckt, Pobacken anspannen, sodass wir eine Brücke bilden, ganz gerade. Sehr gut. Wir bleiben auf dem Bauch und führen unseren Schwimmer durch, indem wir die Arme bewegen. Füße aufstellen und hier bewegen. Atmen nicht vergessen. Wir stehen auf und führen unseren Lunge durch, das heißt, einbeinige Kniebeuge nach vorne und los geht's. Lassen die Arme vorne einfach, versuchen Balance zu halten, nach vorne, das Knie kann aufsetzen, wenn eine Matte drunter ist, muss aber nicht. Versuchen das Kniegelenk gerade zu halten, vorne und hier aufrecht. Sehr gut. Wir gehen auf die Seite, den seitlichen Plank, ganz normal hier hoch und das halten wir jetzt. Schulter wieder über Ellbogengelenk, Arm kann gestreckt sein oder hier, das ist nicht schlimm. Hauptsache die Balance wird gehalten und hier bilden wir eine gerade Linie durch. Wir wechseln die Seite. Macht euch bereit. 3 Sekunden. Und hoch geht's. Arm hier, hier oder hier. Balance halten, Po nach vorne strecken, eine Linie bilden und gerade bleiben und das Ganze halten. Sehr gut. Zweiter Block geschafft. Halbzeit. Was wir nun durchführen, nächste Progressionsstufe. Wir gehen hier in die Brücke und gehen jetzt nach vorne und kommen hier wieder zurück und strecken uns hier nach oben hin. Zweite hier. Wir gehen in die hohe Planke und wer möchte, kann dabei noch die Arme heben. Danach gehen wir in den Schwimmer und nehmen die Beine mit hinzu, dynamisch. Im Anschluss führen wir einen Cross-Split aus, das heißt, wir überkreuzen hinten nach hinten weg. Und hier werden wir danach eine hohe Planke durchführen mit Beinabduktion, das heißt, wir halten beide Seiten komplett frei. Und hier geht es auch schon los. Hoch, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und hier sind wir in der Brücke. Und wir gehen wieder runter. Und wir kommen wieder hoch. Sehr gut. Wir gehen in die hohe Plank und heben die Arme. Wichtig hier, wer möchte mehr Stabilität, der geht hier in die Beine, etwas, macht die Beine etwas breiter, holt sich etwas mehr Stabilität und kann hier noch die Arme heben. Wer möchte, bleibt einfach in der hohen Plank, nimmt die Beine vielleicht noch etwas zusammen und bewegt hier durch. Sehr gut. Wir gehen in den Schwimmer und führen
die Übung mit beiden Armen und Beinen aus und gehen dynamisch hier rein. Arbeiten und atmen. Bis zum Schluss. Sehr gut. Wir gehen in den Cross Split Squat. Wir überkreuzen nach hinten weg und halten das Knie relativ gerade. Balance halten, Überkreuz, nach hinten weg. Bisschen Stretch, Dehnung auf der Po-Muskulatur fühlen und seitlich nach hinten weg. Sehr gut. Wir gehen runter, entscheiden uns für eine Seite, führen die hohe Plank aus und halten das Ganze 20 Sekunden lang. Das ist jetzt für die Abduktoren und die Gluteus, also die Po-Muskulatur, um die komplette Seite zu stärken. Versuchen den Po ein bisschen nach vorne zu drücken. Und wir wechseln die Seite. Los geht's. Einmal durchstrecken, Arm hoch, Po nach vorne bringen, eine Linie bilden, so gut es geht, und das Ganze halten. Gezittert werden darf auch, das ist ganz normal, auch bei mir. Perfekt. Und wir gehen über in den nächsten und letzten Block. Bedeutet, wir führen nun einen Hip Thruster aus, Overreach. Das heißt, wir gehen hoch und überstrecken, runter, hoch und wir überstrecken. Übung 1. Übung 2, sehr dynamisch und anstrengend, führen den Mountain Climber durch, indem wir hier die Knie nach unten durch den Körper, nach unter den Bauch ziehen. Von hier aus gehen wir in den Single Leg Deadlift, einarmig und einbeinig hier rüber. Führen dann einen Front Squat, Side Squat und Cross Split Squat Kombination aus auf beiden Seiten und gehen hier im Anschluss in den seitlichen Plank mit Hip Flexion, indem wir das Bein, das Knie zum Ellbogen heranziehen. Und wir starten mit der Übung 1, gehen hier hoch, Overreach, runter, Overreach, strecken einmal durch, pushen uns rüber, diagonal, den Po anspannen, diagonal greifen, Po anspannen. Sehr gut. Wir gehen weiter in den Mountain Climber, jetzt wird's anstrengend. Sehr gut. Und wir gehen los. Hierbei ziehen wir die Knie zur Brust hoch, marschieren auf der Stelle, Arme, Schultern fest und wir marschieren hier weiter. Versuchen die Hüfte relativ gerade zu halten bis zum Schluss. Sehr gut. Gehen hoch, einbeinig, kontralateral, beidbeinig. Hier hin und wir wechseln ab 10 Sekunden. Einen und wir wechseln die Seite, kontralateral, Balance. Sehr gut. Wir gehen vorne, vorne, seitlich, crossed. Squat. Einmal ein Lunge zur Seite jetzt und wir führen den Split Squat durch und wir wechseln die Seite. Vorne, wir gehen seitlich und wir gehen hierhin in den Split. Vorne, seitlich, Split und wir gehen über in die letzten zwei Übungen. Side Plank, Hip Flexion. Und hier geht's los. Wir bewegen, wir bringen uns selber aus dem Gleichgewicht, indem wir das Knie heranziehen
den Arm heranziehen, den Körperschwerpunkt verlagern und versuchen, uns selber wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wir halten weiter. Stabilität. Und wir wechseln ein letztes Mal. Und ziehen hier hin. Einmal bis zum Knie mit dem Ellbogen zurück. Knie, Ellbogen zurück. Wir halten die Balance. Jetzt wird es schwer. Einhalten. Weiter. Bis zum Schluss. Perfekt. Workout abgeschlossen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Seid ein bisschen ins Schwitzen gekommen, so wie ich auch. Nicht nur, weil es hier warm ist. Und ja, ich hoffe, ihr kommt so gut durch die Weihnachtstage, könnt ein bisschen aktiv sein und euch vom Jahr, von den Strapazen des Jahres erholen. Viel Spaß!